Herzlich willkommen nochmal zu diesem abschließenden Video zum Zielnavigator. Ich hoffe, die vorherigen kurzen Videos haben etwas dazu beigetragen, damit du besser verstehst, wie das läuft. Und wenn dich das anspricht, prinzipiell, und du bereit bist, auf eine etwas andere Art und Weise dein Leben anzugehen und etwas zu realisieren oder etwas in deinem Leben zu gestalten, mit Hilfe von Stift und Papier, dann lade ich dich herzlich ein zu meinem Zielnavigator, und ich zeige dir jetzt noch ganz kurz, welche Möglichkeiten, welche Optionen es gibt. Und da habe ich mir drei prinzipielle Optionen überlegt. Die sind auch untereinander dann kombinierbar. Das ist also gar nicht so. Das ist aber erstmal so eine grundlegende Entscheidung. Die erste Art, den Zielnavigator zu absolvieren, ist, ich nenne das den Auto-Zielnavigator. Das ist nämlich im Alleingang erstmal mithilfe von Aufzeichnungen. Ja, die gibt es, und natürlich ist der Vorteil, das kann ich jederzeit machen, in meinem eigenen Tempo. Und ich kann auch dann noch eine Supervision, also du kannst das noch später hinzubuchen, ja, wenn du ein Feedback möchtest von mir und ein intensiveres Gespräch. Das sind 90 Minuten als Standardlänge, ist zubuchbar. Aber man kann erstmal damit starten. Man kann auch noch das, was ich zum Schluss noch erläutere, einen Personal Arts Day, kann man auch noch zubuchen. Das sind alles Möglichkeiten, die offen stehen. Ursprünglich oder hauptsächlich ist der Zielnavigator natürlich konzipiert als Live-Webinar, beziehungsweise ja, es ist ein Gruppen, so eine Art Gruppencoaching, würde man das bezeichnen. Das heißt, da sind mehrere Menschen zur gleichen Zeit auf dem Weg und tauschen sich auch über die Plattform auf Facebook, die dafür geschaffen ist, also eine geschlossene Gruppe, tauschen sich auch aus. Ja, das ist also so ein Mastermind-Prinzip. Natürlich gibt es die Aufzeichnung auch. Ja, das ist klar. Also man kann auch mit der Aufzeichnung arbeiten. Man kann also auch, wenn man das bucht, kann man auch erst mit der Aufzeichnung starten und dann live nochmal einsteigen. Es ist eben live. Das ist schon nochmal was, eine andere Qualität, weil wir natürlich innerhalb von 5 Terminen, innerhalb von ungefähr einem Monat, das Ganze zusammen durchgehen. Es gibt die Supervision, die ist inklusive. Und wie ich gesagt habe, diese Mastermind-Gruppe. Und was das Besondere ist, hierbei ist auch noch, man kann es wiederholen. Man kann es auch live wiederholen. Ja, wenn man das möchte, ich habe einige schon, die das mehrmals gemacht haben und dadurch nochmal tiefer eingestiegen sind in ihr Thema und das Thema weitergeklärt haben, ja, weitergebracht haben. Das ist aber natürlich kein Muss. Ist ja auch kein Selbstzweck, dieses Programm immer wieder zu durchlaufen, aber die Möglichkeit besteht unter Umständen ja auch mal zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich wieder eine neue Weggabelung auftut. So, und dann haben wir noch ein spezielles Programm. Das unterscheidet sich jetzt gar nicht mal so stark von dem anderen. Der wesentliche Unterschied ist, dass da noch was dazukommt. Also ich nenne das den Personal
Wer das bucht, ist automatisch auch in dem Live drin. Ja, und der ist automatisch auch mit den Aufzeichnungen verbunden. Das heißt, dort ist sozusagen alles drin. Hier kommt noch was Wesentliches hinzu, nämlich ein Personal Art Day. Bei mir im Atelier. Und da entsteht ein Kunstwerk, ein Anker, in dem, das ist natürlich dann erst zum Abschluss, irgendwann nach dem Navigatorprogramm. Und dieses Kunstwerk, das erstellst du mit meiner Hilfe selbst. Ja, das schaffst du selber. Einen Tag mit mir zusammen, 1:1 im Atelier. In Sonderfällen kann man das auch mache ich das auch mit Paaren. So, das sind die wesentlichen drei Möglichkeiten. Und ja, wenn du dazu Fragen hast oder eigene Wünsche oder nicht sicher bist, dann melde dich einfach bei mir und dann finden wir die richtige Option. Diese Option findest du auch auf der Seite, ja, so als zur Auswahl. Gut, das war's schon. Ich bin gespannt, wie und zu welchem Thema wir uns, jetzt komme ich noch mal kurz her, wie und zu welchem Thema wir uns kennenlernen und wie ich dir helfen kann, dass du etwas in deinem Leben gestaltest, wovon du im Moment gar keine Ahnung hast oder nur so eine vage Ahnung, ob es denn möglich ist und ja, wie du es anpackst. Und meine Antwort ist eben, mit den Händen, mit deinen eigenen Händen, schaffst du dir das erstmal auf eine spielerische Art und Weise mit Stift und Papier. Bis dann.